Das ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße in Wien. Jeden Tag pünktlich um 19 Uhr senden wir Wien heute live von hier. Wien heute ist einfach mein Kindheitsbegleiter, Jugendfreund. Ich lebe seit 30 Jahren mit Wien heute und ich freue mich wirklich sehr, dass es diesen Sender gibt. Heute eine Spezialausgabe, die Show zum 30-Jahr-Jubiläum. 30 Jahre, Wahnsinn, da kommen so viele Erinnerungen, so viele Erinnerungen. Ah, 30 Jahre, 30, wo siehst du das schon, ne? Na, immerhin 30 Jahre. Ja, um Gottes Willen. Vor 30 Jahren war ich auch schon 30. Alfons, 60 ist das neue 30. Elisabeth. Achtung in 10. Achtung, los! Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Natürlich auch von mir hier im Radio Kulturhaus, aber bei Ihnen auch zu Hause bei den Fernsehschirmen. Dankeschön. Danke. Elisabeth Vogel. Meine Damen und Herren, wir feiern heute ein großes Geburtstagsfest. Wir feiern 1988. Das war ein sehr wichtiges Jahr für die österreichischen Bundesländer, aber auch für den ORF. Da haben wir dann begonnen, eine halbe Stunde jeden Tag Sendung spezifisch für die Bundesländer zugeschnitten zu machen. Und wir feiern heute hier in Wien eben 30 Jahre Wien heute. Apropos 88, was hast du damals gemacht? Am 4. Mai, um welche Uhrzeit das ungefähr? Das habe ich gewusst. Ja, das ist so eine Perfektionistin, die weiß alles ganz genau. Na, irgendetwas 1988. Naja, so um 88 rum, da hatte ich gerade die Matura. Aber auch nach der Schulzeit habe ich einige Zeit lang immer noch eine große Schultüte bekommen mit vielen Süßigkeiten drinnen, weil ich die ja so sehr liebte. So süß bist du bis heute. Ich wette alles, dass du auch damals schon die Haare schön hattest. Naja, ich denke mir, so Ende der 80er Jahre, da hatten wir alle mehr oder weniger die Haare schön. Das Büterl war fast größer als du, kann man sagen. Gell? Ja, sehr schön. Ja, Gott sei Dank gibt es im Archiv solche Fotos von mir nicht. Doch, doch. Du warst ja damals auch schon ein Fescher, ein Jungtheaterschauspieler und im Tatort zu sehen. Was ist das so lustig, sagen wir das? Was ist das? Ja. Du schaust sehr streng. Ja. Welche Rolle hast du gespielt? Ich war der, an und für sich der Mörder, der Hauptmordverdächtige. Und das war das einzige Mal in meiner ORF-Karriere, dass ich so stehen durfte vor einer Kamera. Bei uns im Fernsehen ist jedenfalls die ganze Welt eine einzige Bühne. Ja, und vielleicht geben Sie mir recht, meine Damen und Herren. Wir haben ein Riesenglück. Wir leben in der schönsten Stadt der Welt, in Wien. Und deshalb gibt es auch ganz natürlich den Wiener Spruch, Wien is Welt. Genau, und diese Welt, die bringen wir Ihnen seit mittlerweile 30 Jahren nach Hause ins Wohnzimmer auf dem Bildschirm.
Großstadt, die nicht nur selbst Bühne für Großereignisse ist, auch ihre Bewohnerinnen und Bewohner feiern internationale Erfolge. And the Oscar goes to Christoph Waltz, Django Unchained. Und zwar gleich zweimal, 2013 und 2010. Thank you so much. Autorin Elfriede Jelinek bekommt 2004 den Literaturnobelpreis verliehen. Mit diesen Worten holt George Michael im September 2012 sozusagen jene AKH-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Stadthallenbühne, die ihn ein Jahr zuvor wegen einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung behandelt haben. It was great. It was great. Vom Rampenlicht ins Blitzlicht, von den Lebensrettern des AKH zu den Todesengeln von Linz. Ihre zahlreichen Giftmorde fliegen nur zufällig auf, als im Februar 1989 ein Arzt hört, wie sich vier Krankenschwestern über ihre Taten amüsieren. Für Schlagzeilen sorgen auch diese grausamen Morde. Die Bestie von Favoriten. Drei Mädchen werden Ende der 80er missbraucht und erdrosselt. Man kann sie nirgendwo hin alleine gehen lassen, ob Schule oder sonst wohin. Die schwarze Witwe, Serienmörderin Elfriede Blaunsteiner, wird 2001 in Wien schuldig gesprochen. Die Ice Lady, unter dem Eissalon von Estebales C, werden 2011 einbetonierte Männerleichen gefunden. Im ersten Sendejahr von Wien heute hat Mörder und Bankräuber Pumpgun Ronny Medien und Polizei im Griff. Suchen ihn, wo ist er? Die Polizei findet ihn schließlich. Pumpgun Ronny jagt sich deshalb eine Kugel in den Kopf. Bitte notieren Sie alle Örtlichkeiten, die Sie durchsucht haben. Eine Suche, die 8 Jahre lang dauern wird. Nach 3096 Tagen befreit sich Natascha Kampusch 2006 schließlich selbst. Am 5. Dezember 1993 um 19 Uhr explodiert eine von Franz Fuchs verschickte Briefbombe in der Hand von Bürgermeister Helmut Zilk. Was hier versucht wird, ist eine neue Methode zu etablieren, die des feigen, hinterhältigen Mordes. Den wohl spektakulärsten Diebstahl Wiens begeht ein 50-jähriger Experte für Alarmanlagen aus Neubau 2003. Das ist sicher die schlimmste Pressekonferenz. Die ich in meiner Karriere zu geben habe. 2006 gibt der Dieb das Versteck der Saliere preis. Aber was wäre Wien ohne seine Kunstskandale? Am 5. November 1988 wird Thomas Bernhards Stück Heldenplatz uraufgeführt. Kurz danach gibt es auch Proteste bei der Enthüllung des Hrdličker Antifaschismus-Mahnmals. Peimann und Hartmann als Burgtheaterdirektoren, der eine mit Kunstskandal, der andere mit Finanzskandal. Während in der Burg nur sprichwörtlich Feuer am Dach gewesen ist, brennt es in der Hofburg 1992 und den Sophienseelen 2001 tatsächlich. Zu viel Wasser von oben, im August 2002 regnet es heftig, das Jahrhunderthochwasser erreicht auch Wien. Ja, also das Wasser ist hier innerhalb der letzten 1,5 Stunden sehr schlagartig gestiegen. Landunter heißt es damals vor allem bei der Copacabana und dem Hafen Freudenau. Dort sinkt ebenfalls bei Hochwasser 1996 der slowakische Schlepper Dumbier. 8 Besatzungsmitglieder sterben. Im September 2015 kommen tausende Flüchtlinge an Wiens Bahnhöfen an. Wien heute widmet diesen Ereignissen ein Jahr später eine Sondersendung direkt vom Westbahnhof. Die beispiellose Hilfsbereitschaft der Wienerinnen und Wiener zeigt sich auch schon 23 Jahre zuvor, während des Jugoslawienkrieges 1992. Alles Bilder, die eine Weltstadt ausmachen, meine Damen und Herren. Eines ist klar, die Stadt ist dabei eindeutig viel bunter geworden. Das kann man schon sagen. Glaube es nicht. Ja, das Fernsehen, das war aber auch schon damals bunt, wie wir gesehen haben. Aber auch langsamer kann man auch sagen. Ne? Und was die Bildqualität betrifft, auch ein bisschen unschärfer. Ja. Jetzt kommen wir zum ersten Gast hier auf der Bühne, der ist wirklich scharf. Also er ist scharf gewesen aufs Fernsehen und das war auch gut so für den Sender und auch für ihn. Bitte begrüßen Sie mit mir unseren Wien-Chefredakteur und Wien-Heute-Moderator Paul Tesarek und... Er kommt gemeinsam mit Wien-Heute-Moderatorin Ulrike Dobesch. Herzlich willkommen! Applaus
Ja, wir müssen natürlich auch in die Vergangenheit zurückspringen. Darf ich um das Bild bitten? Lieber Paul, wir haben was ausgegraben im Archiv. Ja, der Hochner hat gesagt, die Rache des Archivs sind diese Bilder. Aber bitte, was gibt es da zum Loch? Hallo? Also das Haar ist noch da, ja. Die Farbe ist ein bisschen anders, ne? Ist ein bisschen anders, ja. Meine lieben Freunde damals haben das Gulaschblond genannt. Von dir, Ulrike, haben wir natürlich auch ein Bild von vor 30 Jahren. Und ich darf offen zugeben, auch ich war damals blond. Schaut nach Urlaub aus. Absolut, 1988, so wird es jedes Jahr mit dem Auto nach Griechenland. Paul, wie würdest du deine Haarfarbe heute beschreiben? Jetzt sagen sie Friedhofsblond dazu. Ist okay, ist okay. Lässt aber keine Rückschlüsse auf die Arbeit hier im Studio Wien zu. Die ist immer spannend, ist interessant. Wir haben gerade ein Fest, jetzt nicht mit uns plaudern. Die beiden sind natürlich hier die Gastgeber, die die großen Interviews machen werden. Das machen sie seit Jahren schon und freuen sie sich auf ganz bekannte und beliebte Gesichter. Wir haben für euch vorbereitet, viele Gäste. Ganz lieb von euch. Und wir bitten jetzt zwei ganz große zu uns hier auf die 30 Jahre Wien heute Couch. Die eine, geboren in Klagenfurt, zum Studium nach Wien gekommen und an der Volksoper hat ihre große Karriere begonnen. Die andere hat gerade erst die Romy als beste Seriendarstellerin bekommen, steht selbst auch immer wieder auf der Bühne oder ist in Filmen zu sehen und bei den Vorstadtweibern. Wir freuen uns auf Dagmar Koller und Hilde Dali. Ja. Da werden gleich einmal die Gäste begrüßt. Sehr schön. Und Frau Dalig, ich möchte Sie gleich gerne fragen, weil ich es angesprochen habe, Sie haben unlängst erst die Romy bekommen. Braucht man denn so eine Auszeichnung, um sich sicher zu sein, man ist im richtigen Job? Also ich glaube nicht, dass man unbedingt einen Preis braucht, weil wir Schauspieler und Schauspielerinnen machen, glaube ich, unseren Job, weil wir ihn gerne machen. Aber in dem Fall hat es mich tatsächlich sehr gefreut, diese Auszeichnung zu bekommen, weil die Arbeit so bereichernd war und wirklich eine große Freude war. Sie sind sehr prominent durch die Serie Vorstadtweiber. Was macht denn ein typisches Vorstadtweib aus? Okay, also wenn man jetzt sagen wir, okay, man geht von meiner Figur aus, dann würde ich jetzt sagen, man müsste sich selber anlügen, man müsste die Welt anlügen, man müsste jemanden, zumindest zwei Kinder unterjubeln. Man müsste verzweifelt sein, damit man, und diese Verzweiflung auch zeigen, damit man dann auch wieder liebenswert ist in Wirklichkeit, weil, ja. Klingt so interessant. Also das ist mein Rezept. Jetzt waren wir gerade bei den großen Momenten. Frau Koller, was waren denn so Ihre, wenn Sie an die letzten 30 Jahre denken, die großen Momente in Ihrem Leben? Eigentlich immer noch sind große Momente, Gott sei Dank. Aber ich glaube, ein ganz großer Moment war schon vor 30 Jahren, durfte man immer wieder zu Wien heute kommen und das hat unsere Karriere sehr nach vorne gebracht. Das ist ein sehr nettes Kompliment, ja. Das freut uns sehr. Gerne, wirklich. Und ich liebe ihn, ja. Das ist sehr schön. Das ist noch ein schöneres Kompliment. Ja. Das ist noch schöner, ja. Aber Gott sei Dank bin ich gut geschminkt. Vor allem für uns dass ich rot wäre. Schauspieler ist das wichtig, dass wir da immer wieder präsentiert werden. Denn das hat sich ja alles so verändert. Früher war man nur von der Bühne her bekannt. Und dann, wenn das Fernsehen ein bisschen die Dinger geöffnet hat, dann war das auf einmal die Masse, die einen dann kennt. Und das ist schon ein Vorteil. Dankeschön. Ja, sehr gern. Hilde Dalig selbst bei der Sackbauer-Saga dabei gewesen, sprich ein bisschen Mundel mitgemacht. Wie schwierig war das oder wie einfach war das, einen Mundel zu geben? Das war nicht so schwierig, weil wir waren ja natürlich dann die nächste Generation. Aber es war sehr lustig, natürlich da mitzumachen, weil man das Gefühl, oder wir hatten das Gefühl, wir kennen diese Familie schon so gut, weil wir sie halt immer im Fernsehen gesehen haben. Und dann war man plötzlich Teil dieser Familie. Das war schön. Was sind denn Ihre nächsten Projekte? Worauf dürfen wir uns freuen? Oh, also natürlich hoffe ich, dass die Vorstadtweiber weitergehen. Das wissen wir alle noch nicht, wie das in welcher Form weitergeht. Mhm. Und dann probe ich gerade ein Stück. Ich probe gerade Onkel Vanya. Das wird im Theater Bronski und Grünberg aufgeführt, aber erst im Herbst. Und sonst spiele ich in den Kammerspielen mit dem Otto Schenk schon wieder Sonntag. Und bei Ihnen, Frau Koller, Ihr nächstes Projekt? In meinem Alter ist man nur dankbar, dass man gesund ist und dass das Leben weitergeht und dass man also noch gebraucht wird. Und das ist so wichtig. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass Sie beide bei uns heute zu Gast sind. Bitte bleiben Sie bei uns und wir haben jetzt etwas Musik. Musik.
Haben Sie den schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Man sieht zwar nicht, ob die Bäume blühen, welche besonders beliebt. Hoffen Sie nicht auf den Walzer oder auf Elton aus Gold. Man hat sich davon schon, Gott sei Dank, einigermaßen erholt. Unter Tag ist es schön, fotogen, wie man will. In der Nacht ist sie heiß und verschlingt jeden Seins. Gut, sie war in Übersee, in New York und L.A., in Rio de Janeiro wurden sie auch nicht froh. Sie kennen Tel Aviv. Träumen von Paris, von Moskau träumt man ohne dies. Doch haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen? Mit Sicherheit. Ja, Hauptsache, meine Damen und Herren, Sie sehen Wien oft und gerne. Mir war es überhaupt am liebsten täglich um 19 Uhr hier bei uns in Wolfsburg. Mir auch. Und viele, deren Gesichter Sie wahrscheinlich kennen oder deren Stimmen Sie kennen, sind heute auch hier bei uns auf der Bühne. Die Kolleginnen und Kollegen von Wien heute, ohne die unsere Sendung überhaupt nicht möglich wäre. Und einer darf heute natürlich auch nicht fehlen. Es ist unser jüngster Wien heute Moderator. Wer ist das? Nicht du? Nicht Nein, du? Danke. Nein. Danke. Ich kenne einen guten Augenarzt. Gell? Wir haben ein Foto. Ja, wir haben ein Foto. Die Augen kenne ich. Ja. Das Ei kenne ich nicht. Das ist Patrick Batschen im zarten Alter von 4 Jahren. So hat er damals ausgeschaut, 1988. Und so schaut er heute aus. Tada, kaum verändert, würde ich sagen, oder? Ich war übrigens damals schon recht neugierig, habe deshalb nicht lang suchen müssen nach diesem Osterei. Und lang suchen muss ich heute auch nicht nach spannenden Gästen. Sie sehen es, der große Sendesaal ist prall gefüllt mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und natürlich aus den Medien. Und einen ganz besonderen Gast darf ich hier begrüßen, nämlich den allerersten Moderator von Wien heute, Alfred Stamm. Schönen guten Abend. Schön, dass du mit uns feierst heute. Sag, wenn du zurückdenkst, 2. Mai 88, kurz vor der Sendung, wie ist es dir da gegangen? Ich war sehr nervös. Ich war wirklich sehr nervös, obwohl ich ja Jahre vorher schon die ZIB 1 und die ZIB 2, damals hieß sie 10 vor 10, moderiert habe. Aber das war unvergleichbar. Wir waren in der Zeit im Bild, in einer großen Mannschaft eingebettet. Hier war ich auch als Chefredakteur natürlich auch für den Inhalt verantwortlich. Wir haben absolutes Neuland betreten. Wir haben nicht gewusst, mögen es die Leute, wenn wir nicht nur über die Highlights berichten, sondern auch in die Bezirke gehen, wenn wir auch menschliche Geschichten bringen, welche Mischung machen wir, damit die Sendung auch konsumierbar ist und bleibt. Und das war natürlich unglaublich aufregend. Aber es war sehr erfolgreich offensichtlich. Vielen Dank, Alfred, dass du heute mit uns feierst. Und eine Dame, die seit 1988 auch schon am Schirm ist, wie wir sagen, ist auch bei uns eine echte ORF-Legende, Chris Lohner. Schönen guten Abend. Hallo. Weil geteiltes Leid, halbes Leid ist, haben wir uns gedacht, wir kramen von dir auch ein Bild aus dem Jahr 88 aus. Schau mal, das war aus deiner Sendung Fortsetzung folgt nicht. Du hast dich aber gar nicht verändert. Naja, also... Ich glaube, du brauchst Brillen, ne? Nein, ich glaube nicht. Die Frisur ist die gleiche, oder? Ja, die Frisur, aber bitte schau, was da nachher ist. Naja, was? Nur das Gewand, oder? Naja, danke, Schatzi. Danke, dass du mit uns bei bist. Schönen Abend wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Chris Lohner. Ja, von der ersten Ausstrahlung bis zu unserer heutigen Sendung, meine Damen und Herren, das Rad der Zeit, das dreht sich halt immer viel schneller. So hat alles begonnen im Mai 1988. Damals hochmodern, die erste Wien-Heute-Sendung, moderiert von Alfred Stamm. Guten Abend, meine Damen und Herren. Von heute Abend. Ein kurzer Blick auf das allererste Ereignis, von dem berichtet wurde. Saisonstart in den Freibädern. Sehr wichtig. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend bei Wien heute. Viele Moderatoren und Moderatorinnen haben Wien heute präsentiert. Dazu aufregende Studiogäste. Sogar ein Bär. Schönen guten Abend. Und ein Tiger. Kamerascheu waren sie beide nicht.
legendär auch der erste Fernsehwetterpräsentator Alfred Rubinek. Genau, jetzt fällt mir die Palme wieder am Schädel. Der ab 1993 jedes Wetter zum Showprogramm gemacht und dafür Kopf und Kragen riskiert hat. Wetten, dass ein Schneepflugfahrer mir diese Cremeschnitte millimetergenau vom Helm schieben kann? Ja, kurz vor. Die Cremeschnitten. Ein Blick zurück in Redaktion und Studio von Anno Dazumal. Team und Technik am Puls der Zeit des Jahres 1988. Aber Wien heute geht mit der Zeit. 1993 probt Edi Finger Junior im neuen Studio. Zum Glück off-air. Damit der Blick auf die Tabelle. Bla 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 bla. Wien heute am Wochenende, das spielt es seit Herbst 1999. Neben Markus Bohanka zieht Elisabeth Vogel ins Wien heute Studio ein. Guten Abend, meine Damen und Herren, bei Wien heute. Im Fall des Falles wird die Sendung nach außen verlagert und vom Ort des Geschehens präsentiert. 2001 aus dem Rathaus am Tag der Gemeinderatswahl und alle Jahre wieder vom Donauinselfest. Live von der Donauinsel! 2002, Wien heute bekommt ein neues Outfit. Das Studio wird umgebaut, die Sendung schneller und aktueller. Und so wie die Jahreszeiten kommen und gehen, ist auch Wien heute immer in Bewegung. Ruhende Pole im Studio seit Silvester 2011, Ulrike Dobesch. Guten Abend bei Wien heute. Und kurz darauf Patrick Batschen. Einen schönen guten Abend bei Wien heute an diesem Samstag. Eines bleibt immer gleich. Wo sich etwas tut in Wien, darauf sind die Wien-Heute-Kameras Tag für Tag gerichtet. Dorthin schwärmen die Wien-Heute-Reporterinnen und Reporter aus. Von da wird live berichtet. Oder nicht. Vom Opernball bis zum Vienna City Marathon. Wir haben keine Berührungsängste und nur selten fehlen uns die Worte. Was sagen denn überhaupt? Das digitale Zeitalter eröffnet neue Perspektiven der Berichterstattung. Mittlerweile wird Wien heute auch täglich für Facebook produziert in der mobilen Kurzversion. Herzlich willkommen bei Wien heute Express. Alles, was Wien bewegt, zu sehen schon seit 30 Jahren in Wien heute. Mehr als 10.000 Sendungen sind Geschichte. Die nächste kommt bestimmt. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, der junge Kollege im Beitrag hat den Satz auch zitiert, den wir als Moderatoren alle kennen. Wo sage ich jetzt eigentlich? Ne? Das kennen wir alle, glaube ich, wir geben es auch zu. Und das ist das, was das Publikum erfreut. Mhm. Die freuen sich ja, wenn man einen Fehler macht. Ja, aber wir machen heute keine Fehler. Wir haben ja auch gesehen, was sich so wirklich alles verändert hat in diesen vergangenen 30 Jahren. Und wir freuen uns sehr, jetzt den Mann bei uns zu begrüßen, dem wir dieses 30-Jahr-Jubiläum überhaupt zu verdanken haben. Aber ihm verdanken wir eigentlich noch viel mehr als Bundesland heute. Vieles, vieles mehr. Lieber Teddy Podkowski, bitte kommst du zu uns auf die Bühne. Sehr. Nehmen Sie Platz. In die Mitte, bitte. Radiomacher, TV-Macher, Flieger, Amateurboxer. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Herr Podkowski, Sie haben so viel erfunden, auch die Zeit im Bild und Bundesland heute. Ja. Was war denn da so der Moment, wo Sie sich gedacht haben, es braucht was für die Bundesländer? Naja, ich war von Anfang an dabei und wir haben eigentlich nie eine wirkliche Berichterstattung gehabt oder Informationssendungen aus den Bundesländern. Also wir sind von Wien mit dem VW-Bus in den Westen gefahren und haben dort irgendwelche Sachen aufgenommen, also Berchtenläufe und irgendwelche Eselstaufen und alles Mögliche. Das ist schön auch. Ja. Und es hat gedauert 3-4 Tage, weil es war alles Film, bis wir wieder in Wien waren und das Ganze geschnitten war. Und das war alles, was man aus den Bundesländern gesehen hat. Mit wenigen Ausnahmen, weil das war nicht möglich, war nicht anders machbar. Gut, und dann haben Sie diese Idee gehabt, ja, aber Idee, von der Idee bis zur Umsetzung, oder also nicht? Idee ist es ja keine, es liegt auf der Hand. Als ich also Generalintendant wurde, war mir klar, man muss die Bevölkerung hat ein Recht, informiert zu werden, auch aus der näheren Umgebung, aus der Region. Und es war schwer, aber gerade war der Moment da, wo es möglich wurde, technisch, nämlich die Sender auseinanderzuschalten. Das hat zwar viel Geld gekostet, aber
es war, hat sich gelohnt, wie man sieht. Und wir haben gesagt, so, jetzt probieren wir es. Es war sehr teuer. Es war auch politisch umstritten. Also hat schon Widerstände und Probleme gegeben, weil immerhin ist es ein Riesenaufwand, mal 9 Landesstudios. Natürlich, ja. Und es war ja auch, die Leute in den Studios waren zwar glücklich, aber jedes Studio hat eine andere Vorstellung davon gehabt, was zu machen ist. Also da haben zwischendurch wurde vorgeschlagen, wir haben ja x Pilot-Sendungen gemacht, da wurde Kabarett gemacht und dann lange Vorträge, Volkstumsvorträge, also ein Wahnwitz. War nicht also, ganz in Ihrem Sinn. Ich bin durch Österreich gefahren und habe versucht, also hier eine einheitliche Linie einigermaßen hineinzubringen, eine echte Informationssendung. Und wenn Sie jetzt diesen jungen Erwachsenen von 30 Jahren heute anschauen, wie gefällt Ihnen der? Der gefällt mir gut, natürlich. Ist erwachsen geworden und es ist wesentlich weniger Schnickschnack als früher. Und es wird auch nicht mehr so viel, wie soll ich sagen, ausprobiert an Sachen, die in der Sendung nichts verloren haben. Also es ist eine wirkliche Informationssendung. Das ist sehr schön, weil vor der Antwort haben wir ein bisschen Angst gehabt. wenn Sie jetzt anschauen, wie sich die Medienlandschaft jetzt verändert hat gegenüber damals 1988, es gibt Radio, Privatfernsehen, vor allem das Internet. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Regionalfernsehens? Naja, die Zukunft hängt natürlich von der Politik ab. An sich ist meiner Meinung nach das Regionalfernsehen ausbaufähig und auch ausbaunötig. Es wird ein Privater, kann das auf keinen Fall zusammenbringen, das ist doch klar. Und das kann nur Öffentlich-Rechtliche machen. Und wenn man sich aufregt heute über Rundfunkgebühren, ich meine, bitte, das ist lächerlich. Der ORF liefert die Grundversorgung. Also man zahlt ja fürs Gas und fürs Wasser und man zahlt für eine Grundversorgung. Und gerade diese Studios, diese Bundesländerstudios, sind ja ein Zeichen für die Grundversorgung des Landes und gehört meiner Meinung nach ausgebaut. Geht nur mit einem Öffentlich-Rechtlichen. Und den schauen. Danke, Herr Podgorski. Und diese Bundeslandsendungen schauen österreichweit über 1 Million Zuseherinnen und Zuseher täglich und bei Wien sind es rund 200.000 Zuseherinnen und Zuseher täglich. Und dass dieses Programm für alle Bevölkerungsschichten gemacht wird, das ist natürlich auch schon seit 30 Jahren so. Und unser Auftrag beinhaltet auch die Bewahrung der österreichischen Sprache und ihrer Besonderheiten. Und ganz wichtig, meine Damen, denke ich, ist der ORF wird im Augenblick nicht gerade über Gebühr gelobt. Deshalb erlauben Sie uns, dass wir jetzt aus dem Bildungsauftrag des ORF wörtlich zitieren. Der ORF fördert österreichisches Talent und nationales Selbstverständnis ohne dumpfen Nationalismus und ohne Scheuklappen. Ja, und das war gestern bei uns in Wien heute so, das ist heute in Wien heute so und das wird auch morgen so sein. Ja, das heißt es auf Deutsch, wenn irgendwo im Brautal ein Baum blüht oder wenn du wieder stehst im Baum 1950, ja, der Wintereinbruch, der Überraschende heute am 14. Jänner, die Straßen sind verstopft, das bieten wir einfach alles. Wir bringen Wien ins Bild, ja, so oder so, mit vielem jetzt, das sich in den vergangenen 30 Jahren in der Stadt verändert hat. Wien bleibt bekanntlich Wien, aber die Skyline ist heute eine andere. Die Stadt ist größer geworden und auch Richtung Himmel gewachsen. Am deutlichsten sichtbar auf der Donauplatte. 1992 noch viel Platz für Wien heute Berichterstatter Karl Reiß. Grundprinzip der sogenannten Donau-City ist eine bewusst gemischte Nutzung. Auch Favoriten ist über sich hinausgewachsen. Am Wiener Berg, wo ab 1999 auf dem Areal der ehemaligen Ziegelfabrik Wolkenkratzer gebaut wurden und wo Wien seither ein bisschen nach New York aussieht. Für den Messepalast war heute ein historischer Tag. Auch innerstädtisch hat sich Wien verändert. Aus den ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen wurde nach vielen Diskussionen das Museumsquartier. Heute eine gut besuchte Kultur- und Freizeitinsel ohne den umstrittenen Leseturm. Wenn irgendwelche Generationen irgendwann sich einbilden, sie müssen dort einen Turm hinbauen und diese Wiener Gesellschaft, diese Stadt kann nicht ohne Turm leben, sie würde untergehen, wenn nicht hier ein Turm wäre, dann sollen sie das später irgendwann einmal entscheiden. Türme sind woanders entstanden. An der Donau der Millennium Tower. 1998 ist Wien heute über die Bauarbeiten top informiert.
Welches Wetter wünscht sich ein Hochhausbauer, damit er alle Termine einhalten kann? Kein Sturm, kein Wind, kein Regen und auch kein Schnee. Der Fortschritt ist auch von Wind und Wetter nicht aufzuhalten. Die Bahnhöfe in Wien sind in den vergangenen 30 Jahren weit gekommen. Statt des alten Südbahnhofs jetzt der große Hauptbahnhof mit neuem Stadtteil rundherum. Der alte Westbahnhof zwar jetzt ein bisschen eingeklemmt, Wien Mitte neu gebaut, der Bahnhof Praterstern auch rund erneuert. Das angrenzende Nordbahnhof-Areal mittlerweile ein großes Wohnviertel. 1988 noch eine Gstetten mit Entwicklungspotenzial, wie Wien heute damals berichtet hat. Eine interne Studie der Bundesbahn hat ergeben, dass der Nordbahnhof zu einem leistungsfähigen Güterterminal ausgebaut werden könnte. Daraus wurde nichts. Stark verändert hat sich Wien auch hier im zweiten Bezirk. Das alte Messegelände wurde zum neuen Messezentrum. Daneben ist die neue Wirtschaftsuniversität errichtet worden, ein hochmoderner Unicampus internationalen Formats. Wo vor 30 Jahren noch gar nichts war, ist heute die Seestadt Aspern buchstäblich auf der grünen Wiese gewachsen. Und neben all den größeren und kleineren Veränderungen da und dort ist die Erholungsoase Alte Donau zum Glück die alte geblieben. Der innerstädtische Donaukanal heute gar nicht mehr trist wie noch 1988. Inzwischen eine pulsierende Lebensader der Stadt. Wien an der Donau ist mehr zu Wien am Donaukanal geworden. Wien mit all seinen Stimmungen. Wien mit all seinen Bildern, Wien heute eben. Bilder und Inhalte, meine Damen und Herren, in diesen regionalen Programmen, das ist das deutlichste Unterscheidungsmerkmal zur österreichischen Fernsehlandschaft. Und damit ist Bundesland heute in den letzten 30 Jahren eines der erfolgreichsten und beliebtesten Formate geworden in der gesamten EU. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. 200.000 Zuschauerinnen täglich bei Wien heute. Das sind 70 Millionen im Jahr. Und die sind nicht nur bei uns wegen der schönen Bilder. Nein, vor allem aber auch wegen unserer unabhängigen politischen Berichterstattung und wegen unserer interessanten und unterhaltsamen Gespräche. Ja, zum Beispiel jeden Samstag bei uns in Wien heute das Interview in gemütlicher Atmosphäre mit Stars und Prominenten. Intern nennen wir es ja Tratschen mit Batschen. Ja, und der Batschen weiß gar nicht, mit wem er hier zuerst tratschen soll. So viele prominente Gesichter sind hier. Schauspiellegende Waltraud Haas habe ich gesehen, Musikerin Birgit Denk sitzt hier und eine junge Dame, die für uns unlängst in einem schweißtreibenden Einsatz war, Kabarettistin Angelika Niedetzky. Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Guten Abend. Hallo. Ist ja noch gar nicht so lang her, war 2016. Viele werden sich vielleicht erinnern, du hast Fitnesstrends für uns getestet, unter anderem diesen hier. Was war das genau? Ich kann mir jetzt nicht auf eine Rolle hinausreden, auf eine schauspielerische. Das ist Ariel Silk. Ich habe das zum ersten Mal gemacht zu diesem Zeitpunkt. Ja. Auch zum letzten Mal, oder? Ja, tatsächlich. Der linke Arm, okay, gut, über den kann man diskutieren. Aber sonst? Nicht schlecht, würde ich sagen, oder? Vielen Dank auf jeden Fall für deinen Einsatz und schön, dass du heute bei uns bist. Angelika Niedetzky. Ja, auch er ist Stammgast bei uns in Wien heute und feiert heute heuer auch seinen 30er, nämlich sein 30-jähriges Jubiläum als Pfarrer. Schönen guten Abend, Dompfarrer Toni Faber. Schön, dass Sie da sind. Wunderschönen guten Abend. 30 Jahre Priester, aber 20 Jahre Dompfarrer. Großartig, doppeltes Jubiläum sozusagen. Ich habe gehört, es gibt Beschwerden aus Ihrem Familienkreis, dass Sie öfter im Fernsehen zu sehen sind als sonst wo. Ich habe versucht, immer ein guter Onkel zu sein und einmal gedacht, jetzt ist gute Gelegenheit, das, wo ich zur Arbeit gerufen bin, mit dem Familiären zu verbinden, habe meinen damals 5-jährigen Neffen Christoph eingeladen, komm, ich darf bei der Maaswiese die Kletterwand eröffnen und segnen. Und der hat dann sein erstes und bislang sein letztes Interview seines Lebens gegeben. Er ist gefragt worden, du freust dich doch über deinen Onkel Toni, dass der hier diese Maaswiese eröffnet. Ja, freue ich mich. Und wie oft siehst du denn eigentlich deinen Onkel? Na, eigentlich nur im Fernsehen, hat er gesagt. Sagt. Nur in Wien heute, ein junger Zuschauer, das ist gut. Vielen Dank, gerne. Toni Faber. Ja, bei Toni Fabers Eltern daheim hat es damals wahrscheinlich noch keine Fernbedienung gegeben, hat man ja auch nicht gebraucht. Damals hat sie nur FS1 und FS2 gegeben. Heute ist die Konkurrenz natürlich viel, viel größer und deshalb versuchen wir täglich mit Aktualität, mit Sachlichkeit und auch mit genauer Recherche zu punkten.
Und zum Glück darf das eine oder andere Thema natürlich auch einen gewissen Unterhaltungswert haben. Das ist bei Ereignissen abseits der klassischen Nachrichten, so abseits der trockenen Information bei den bunten Magazingeschichten eben. Nicht zu vergessen die Festeln, die großen Festakte, die Popkonzerte, Theater, apropos Popkonzerte, Monika Ballwein. Don't know where to go and where I'm coming from. Too many places I have been on this endless journey, collected pictures in my head to fill up this empty space in me, knowing that it's not easily felt what it means to be Herren. Es ist eine Ausnahme heute Abend. In dieser Show ist alles live gespielt und live gesungen. Monika Ballwein und ihre Band. Von der großen Showbühne kommen wir jetzt zur großen Politik. Bürgermeister Michael Häupl ist ja seit mittlerweile 30 Jahren in der Wiener Stadtregierung, den Großteil davon als Bürgermeister. Und somit hat er natürlich die vergangenen Jahre in Wien entscheidend mitgeprägt. Lassen wir jetzt gemeinsam die vergangenen 30 Jahre Stadtpolitik noch einmal kurz Revue passieren. 30 Jahre Wien-Politik in Wien heute. 1988. Als Bürgermeister prägt Helmut Zilk die politische Landschaft Wiens. Es ist bereits die zweite Regierungsperiode unter seiner Führung. Seit 1984 ist er Stadtchef mit souveräner absoluter Mehrheit. Sie sehen mich bewegt hier stehen. Es kann für einen Wiener Bürger keine größere Ehre und keine größere Auszeichnung geben, als Bürgermeister zu werden. 1991 folgt das erste klare Minus für die Roten. Sie rutschen unter 50%, halten aber die absolute Mandatsmehrheit. Auch die ÖVP büßt ordentlich Stimmen ein Trend, der sich fortsetzen wird. Klarer Gewinner ist die FPÖ. Sie erreicht über 20% der Stimmen. Die Grünen ziehen erstmals in den Gemeinderat ein. Schon 1983 hat Zilk seinen politischen Ziehsohn und studierten Biologen Michael Häupl von seinen Fröschen weg und zuerst in den Gemeinderat, später in die Regierung geholt. Natürlich kann man den Scherz dann dazu anbringen, dass wahrscheinlich das Studium der Lurche und Krichtier eine gewisse Vorbereitung auch auf die Politik gewesen ist. 1993 wird Häupl Parteichef, 1994 schließlich Bürgermeister. Einige haben da noch Anlaufschwierigkeiten. Mit den somit 61 gültigen Stimmen ist der von der Sozialdemokratischen Partei vorgeschlagene Bürgermeister Dr. Michael Haupt gewählt. Häupl gewählt! Gleich bei seiner ersten Wahl 1996 muss Häupl eine herbe Niederlage einstecken. Er fährt das schlechteste Ergebnis der Wiener SPÖ-Geschichte ein. Die absolute ist weg. Es folgt eine Koalition mit der ÖVP nach langen Verhandlungen. Nein, wir haben bisher weder Techtelmechtel. Wir sind nicht verlobt. Ja,
Wir haben uns auch noch nicht geküsst. Und der Gemeinderat wird bunter. Das Liberale Forum absolviert ein kurzes hellblaues Gastspiel. 2000 bekommt die SPÖ mit Schwarz-Blau im Bund ein neues Angriffsziel, das Häupl geschickt zu nutzen weiß. 2001 erobert er die Absolute zurück und ist nun endgültig der starke Mann der SPÖ. Ich muss es eigentlich auch noch verarbeiten. 2005 kann er die Absolute halten und sogar noch ein bisschen nachlegen. Auch auf Kosten der FPÖ, der unter anderem die Spaltung im Bund zu schaffen macht. Auch die Grünen feiern ein Rekordergebnis. Vor allem in den inneren Bezirken sind sie stark. 2010 macht die FPÖ Zuwanderung zum Wahlkampfschwerpunkt. Erfolgreich. Das Ergebnis sind 25% für die Blauen und der Verlust der SPÖ-Absoluten. Häupl geht neue Wege. Als erster Landeschef geht er mit den Grünen in eine Koalition. Wir bringen den Spritzweig. Auseinandersetzungen um Mahü oder Parkpickerl und immer mehr Flüchtlinge, die nach Wien kommen. 2015 verliert die SPÖ erneut. Die FPÖ klettert auf über 30%. Sie punktet vor allem in den Flächenbezirken. Die Neos machen den Gemeinderat pinker. Rot-Grün 2 geht sich dennoch haarscharf aus. Da kann man nichts sagen. Wesentlich routinierter als vor 5 Jahren. Was sich langsam abzeichnet, ist dann 2018 klar. Nach 24 Jahren im Amt macht Häupl den Weg frei. Michael Ludwig wird neuer SPÖ-Chef und am 24. Mai auch Wiens neuer Bürgermeister. Einer der bekanntesten Sprüche des Tourismusverbandes Wien war: Wien ist anders. Für über ein Jahrzehnt kannte man das international wie national. Und die beiden Herren, die jetzt zu uns kommen, sind dafür eigentlich auch mit hauptverantwortlich. Der eine geht, der andere kommt. Bei uns sind beide, dabei freuen uns Michael Häupl und Michael Ludwig. Diesen Wechsel geschrieben und gesprochen worden. Wir freuen uns sehr, dass Sie gemeinsam hier bei uns auf der Couch sitzen. Und Herr Häupl, die Frage gleich an Sie. Kommt da Wehmut auf bei diesen Bildern? Nein, eigentlich nicht. Ich habe hinreichend Zeit gehabt, mir das alles zu überlegen, hinreichend Zeit gehabt, das zu entscheiden. Niemand hat mich zu dieser Entscheidung gezwungen. Und letztendlich ist auch die Nachfolgeregelung sehr gut getroffen worden. Also keine Wehmut. Und das mit den Lurchen und den Kriechtieren, halten Sie das nach wie vor so? Naja, das oder hat sie's bestätigt der zweite in der Zeit? Teil des, der zweite Teil dieses Satzes war besser. Nicht? Ich habe das zu meinem Freund Erwin Bröll immer wieder gesagt. Nicht? Wir haben das Buch geschrieben, Kollegen und ich, über die Lurche und Kriechtiere Niederösterreichs. Und ich habe Jahrzehnte zu tun gehabt damit, zu erklären, dass es kein politisches Buch ist. Frau Koller. Mm. Als Junge hat er ja ziemlich wild ausgeschaut, oder? Was war Ihr erster Gedanke, als Helmut Zilk zu Ihnen gesagt hat, dass er sein Nachfolger werden soll? Der erste Gedanke, den soll ich preisgeben? Bitte. Ja, der Wilde, der mit diesen schwarzen Haaren so wirr. Und mein Mann hat daraufhin gesagt, das ist so ein gescheiter Kopf, das kannst du dir nicht vorstellen. Okay. Tatsächlich, Herr Bürgermeister, sind Sie der längst dienende gewählte Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Wien. Nimmt man alle, also auch die, die sich nicht einer allgemeinen Wahl stellen mussten, seit dem Jahr 1282 sind Sie an der zweiten Stelle im Ranking. Wissen Sie, wer der Einzige ist, der Sie verräumt hat? Der noch länger war. Ich will zunächst nur zur Dagmar etwas sagen. Ich meine, ich muss jetzt meine ÖVP-Kolleginnen und Kollegen, die da sind, um Verständnis bitten. Aber schwarze Haare habe ich nie gehabt. Aber wir. Gulaschblond. Ja, das waren schwarz-weiße Bilder damals. Da war mein Dunkelblond. Aber ja, also ich denke, das war der Herr Bürgermeister Hörl, ja, genannt nach der gleichnamigen Gasse, ganz genau. Der das
doch einmal einige Zeit der, länger der geschafft. Der war 31 Jahre Rekord lang. Worden. Naja, also... Das wäre sie nicht mehr ganz ausgegangen. Nein, das wäre sie auch nicht ausgegangen, außer mir hätte ich nicht wollen. Sind Sie stolz auf dieses Ranking? Naja, sagen wir mal, so selbstverständlich ist es nicht. Und da muss man schon mit großer Demut auch hinnehmen, dass man über so lange Zeit den Wienern und Wienern dienen durfte. Und diese Demut, die verspüre ich schon in mir, das ist keine Frage. Herr Ludwig, Sie haben ein Buch über den Bürgermeister geschrieben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Na, ich habe schon längere Zeit Gelegenheit, mich mit der Stadt Wien zu beschäftigen und auch mit Michael Häupl. Und habe schon vor 15 Jahren ein Buch gemacht, 20 Jahre für Wien. Da ist inkludiert die Zeit auch als Gemeinderat. Und wie wir ja bei Wien heute gesehen haben, der erste Beitrag bei Wien heute vor 30 Jahren hat sich ja mit dem jungen Stadtrat Michael Häupl beschäftigt und der Öffnung der Bädersaison. Herr Ludwig, ist es vielleicht auch gerade deshalb für Sie sehr interessant, weil Sie der künftige Bürgermeister dieser Stadt sind und da einiges haben lernen können oder sich abschauen können? Ja, damals war das noch nicht absehbar. Aber wie ein Bild sehr schön dokumentiert, haben wir auch damals schon sehr eng zusammengearbeitet. Insbesondere auch bei der Frage, ob Österreich der Europäischen Union beitreten soll. Das war damals in der Bevölkerung nicht unumstritten. Und Michael Häupl hat damals als einer der Ersten erkannt, dass die Stellung Wiens in einem gemeinsamen Europa eine der Zukunft ist und hat sich gemeinsam mit anderen Städten zusammengefunden, um die Urbanisierung in der Europäischen Union insgesamt zu einem Thema zu machen. Das ist auch gelungen nach zähen und mühsamen Verhandlungen. Aber der Beitritt Österreichs zur EU war sicher einer der ganz großen, wichtigen Schritte für die Stadt Wien. Sie werden sicherlich als zukünftiger Bürgermeister auch ganz große Schritte zu setzen haben. Sie werden sich wahrscheinlich einiges vorgenommen haben. Wien hat sehr viele Auszeichnungen, bekommt sie auch jährlich für eine sehr lebenswerte Stadt. Was wollen Sie da in Zukunft daran setzen, dass das auch so bleibt? Es kommen neue Herausforderungen auf uns alle zu. Ich denke da nur beispielsweise an die Digitalisierung, die die Arbeitswelt, die Wirtschaft, die Gesellschaft völlig verändern wird. Und es geht mir darum, dass wir zum einen den Wirtschaftsstandort Wien stärken, auch mit Hilfe der Digitalisierung, gleichzeitig aber auch schauen, dass es keine Gräben in der Gesellschaft gibt, in jene, die stark davon profitieren und jene, die zurückbleiben. Also das wird auch eine große Frage der Gerechtigkeit werden und Wirtschaft und soziale Gerechtigkeit miteinander zu verbinden, wird sicher eine der ganz großen Herausforderungen. Wir beide sind ja auf der Wieden zu Hause, Paul Tesarek und ich. Sie kommen aus Otterkring, Sie sind in Floridsdorf zu Hause. Herr Ludwig, was macht denn Floridsdorf anders als Otterkring? Was macht das Besondere dort aus? Otterkring hat schöne Seiten. Wenn ich denke, Wienerwald, wir haben die alte Donau in Floridsdorf. Das gute Wiener Bier in Otterkring. Wir haben prämierten Wein in Stammersdorf, Strebersdorf, Großjedlersdorf. Und das, was uns eigentlich trennt, Otterkring und Floridsdorf, die Donau wird durch die U6 verbunden. Also von daher gibt es viele Dinge, die uns verbinden und noch näher zusammenführen. Vielen Dank. Gut, an Sie beide. Vielen Dank den beiden Chefs der Wiener Stadtregierung, dass Sie hier waren. Dankeschön. Danke. Danke sehr. Aber es haben uns nicht nur die höchsten Vertreter der Stadtregierung die Ehre gegeben, sondern auch der höchste Medienpolitiker dieser Republik ist bei uns, Kanzleramtsminister und Wiener ÖVP-Chef Gernot Blümel. Genau, einen schönen guten Abend. Er ist quasi in der Landes- und in der Bundespolitik zu Hause. Schön, dass Sie heute mit uns feiern, Herr Minister. Sehr gerne. Wir sind ja ganz unter uns heute. Schaut ja keiner zu. Was ist denn Ihre Lieblingsnachrichtensendung in der Hauptstadt? Die Frage gestellt zu bekommen bei 30 Jahre Wien heute ist leicht suggestiv. N1 TV, nein, Scherz. Natürlich 30 Jahre Wien heute lässt den Anlass zu, dass man sagt, das ist eine großartige Sendung, die informativ ist, die viele Menschen sehen, wo es eine gute Mischung gibt aus dem, was ernst ist und dem, was auch zum Lebensgefühl dazugehört. Deswegen eindeutig Wien heute in Wien. Das hören wir sehr gerne. Vielen Dank. Für Sie als Medienminister, wie wichtig ist denn regionale Information generell im ORF, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Na, ich denke, man kann ja viel über die Bedeutung von öffentlich-rechtlich diskutieren, wie sich dieser Begriff auch weiterentwickeln muss. Aber wenn ich in die Zukunft blicken darf und irgendwas prognostizieren sollte, dann würde ich sagen, dass der regionale Aspekt wahrscheinlich der ist, der am klarsten öffentlich-rechtlich immer bleiben wird, weil er in der breiten Marktwirtschaft wahrscheinlich nicht die Finanzierung finden wird, die es braucht, um auch diese Qualität zu liefern, um in die Bezirke hineinzuschauen, in die Lebensrealitäten der Menschen direkt vor Ort. Und deswegen
deswegen regionales Fernsehen und das im Öffentlich-Rechtlichen zweifellos ein Zukunftsprogramm. Das hören wir auch sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Eine Frage noch zum Schluss. Sie müssen sich ja nicht nur am politischen Parkett bewegen, sondern auch am gesellschaftlichen. Sie haben allein in der vergangenen Saison 11 Bälle besucht. Wie wohl fühlen Sie sich denn im Frack? Es gibt Kleidungsstücke, die etwas mehr Bewegungsfreiraum lassen, aber das gehört halt auch dazu, zur Wiener Tradition, zur Balltradition. Wenn ich in ganz Europa unterwegs sein darf, in meiner Funktion als Bundesminister für die Europäische Union, da beneiden uns die Leute um diese Wiener Ballkultur, Wiener Balltradition. Wenn jemand schwierige Verhandlungen zu führen hat international, kann ich ihm immer nur raten, ihn auf Wiener Bälle einzuladen, mitzunehmen. Da geht dann alles fast von selber, spätestens nach Mitternacht. Und Sie können beim Marschall Binden helfen dann. Vielen Dank, Herr Minister. Schönes heute mit uns feiern. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen hier Moderatoren mit glänzenden Augen. Kein Wunder, der Bundesminister für Medien hat uns fast Blumen gestreut, zumindest ein paar Blümlein für Wien heute. Und bleiben wir doch gleich beim Glänzen, oder? Genau, Wien ist nämlich auch die Stadt, in der viele, viele Stars zu Hause sind. Und nicht nur das. Sie kommen zu uns, bleiben bei uns geheim, weil sie finden so schön, dass sie eigentlich da wohnen wollen. Und sie besuchen einfach Wien. Manche bleiben. Guten Abend, die Madeleine. Servus, die Buam. Ob Rockstars oder andere Größen, auch aus der Oscar-gekrönten Promi-Szene. Wien ist ihr Tummelplatz und wir sind beim großen Kino dabei. Wir mischen uns mit Kiefer Sutherland und Charlie Sheen unter die drei Musketiere und geben Gas, nicht nur mit James Bond, sondern auch mit den Besten der Formel 1, die für einen Werbespot mit mehr als 100 Sachen um den Ring glühen. Für uns ist keine Mission Impossible. Wir zeigen unserem Publikum magische Momente und greifen mit den besten Zauberern der Welt zu den Sternen. Hand, Arm, Finger, Geschwindigkeitsbegrenzung. So fliegen wir mit Buzz Aldrin, dem zweiten Mann auf dem Mond, nicht im Space Shuttle, sondern im schnellsten Aufzug Österreichs mit immerhin 29 km/h den DC Tower hinauf, wo er uns zeigt, dass zwei Uhren und einige Totenkopfarmbänder Glück bringen. Überhaupt begleiten wir die Mächtigen, die Kirchlichen und die Weltlichen. Und natürlich berichten wir über alles, was wir in Erfahrung bringen können, über die gekrönten Häupter dieser Welt. Und da sind wir fast bei jedem Schritt dabei, selbst dann, wenn König Karl Gustav beim Pfadfindertreffen verkündet, selbst ein Mann der guten Tat zu sein, nur nicht jeden Tag. Even you maybe not could achieve it every day. Als Prinzessin Anne für ihre Reitkünste mit einem Miniaturlipizzaner ausgezeichnet wird, wissen wir natürlich, dass er aus 12.000 Swarovski-Kristallen gefertigt ist. Auch kein Missgeschick entgeht uns in den letzten 30 Jahren. So sind wir dabei, als Lady Diana beim Bürgermeisterempfang ihren Stuhl zu Fall bringt. Wir gehen aber nicht nur zu offiziellen Staatsempfängen für königliche Hoheiten. Wir wissen auch, was die hochwohlgeborenen Kinder in dieser Zeit mit ihren Nannys tun. Denn wir versuchen, der Hofentourage jedes noch so gut gehütete Geheimnis herauszukitzeln. So haben wir auch erfahren, dass oft Botschaftsangehörige als Vorkoster in Wiens Haubenlokalen den erlauchten Herrschaften zu Diensten sind. Wir waren viermal Probeessen da und so weiter. Und da habe ich mir ein gewisses Vertrauen erarbeitet. Sie hat den Zahndach gegessen. Man muss sich also keine Sorgen um die schlanke Letizia machen. Charles und Camilla kehren auf eigenen Wunsch beim Heurigen ein und lernen nicht nur die heimische Rebsorte Grüner Veltliner in Bioqualität zu schätzen, sondern überhaupt die Wiener Gastfreundschaft. And everybody's being so kind. Welcome. Dass Wien mit dem Liveball nicht nur den Titel Benefizhauptstadt der Welt verdient, sondern alljährlich auch den Mörser-Titel Lebenswerteste Stadt der Welt, bestätigen uns jede Menge Stars aus Hollywood. Beautiful, look at this. I love Wiener Schnitzel. Oh, what a great city. I think this is a really wonderful city and I can't wait to come back. Und dann natürlich jedes Jahr das Theater am Ball der Bälle mit dem unausweichlichen, böse Zungen sagen auch Donautrumperl zu ihm, der sich samt seinem Streichelzoo Mausi und Co. mit einem Hauch von Hollywood reich und schön umwehen lässt. Very nice. Ja, schön, Ball und Oper. Moltissimo, moltissimo. Bellissimo. Tja, der Opernball, so weit über die Landesgrenzen hinaus berühmt, dass auch geschäftstüchtige Diktatoren gerne mal eine Einladung bekommen hätten. It's very nice.
Es gefällt mir sehr gut. Ich hoffe, eines Tages kann ich auch meinen Vater hierher bringen und einen Opernball auch einmal in Libyen veranstalten. Last but not least tanzen wir noch auf den wichtigsten oder zumindest medienmäßig interessantesten Hochzeiten, zum Beispiel ganz exklusiv bei Operndiva Anna Netrebko. Ich bin so glücklich heute. Das sind wir auch, denn wir Wienerinnen und Wiener lassen es eigentlich das ganze Jahr über so richtig krachen. Vom Gänsehäufel bis zum Rathausplatz. Ja, sehr geehrte Damen und Herren. Zu Hause und hier im ORF-Funkhaus, im Radiokulturhaus. Das war eine Hommage an eine großartige Stadt und ich darf das sagen, ich glaube, Sie geben mir auch recht, wir lieben unser Wien. Wir lieben unser Wien, auf jeden Fall. Ja. Und du, Alfons, du wirst uns jetzt auch eine Hymne auf Wien singen. Ich werde was singen, nur ja. Wenn du mich zwingst, ich bin so bescheiden. Gemeinsam mit zwingst. Monika Ballwein und Band, das wäre sehr schön. Wir sehen Sie morgen um 19 Uhr wieder wo? Hier bei uns in Wien heute. Ihnen allen einen schönen Abend und bitteschön. Deep in the heart of Europe, living history, an everlasting new reality, that what she is.